Willkommen zum zweiten Webinar. Wir möchten heute vor allem uns damit beschäftigen, wie wir mit Audacity Sachen aufnehmen können. Dazu möchte ich erstmal meinen Bildschirm freigeben und euch ein bisschen was zeigen. Genau, also das Thema heute ist Audacity als Open Source Tool für Audioaufnahmen verwenden. Ich habe mich vor allem darauf konzentriert, eben Open Source Tools zu nehmen, damit wir das Ganze irgendwie so hinkriegen, dass wir das auf allen möglichen Plattformen auch machen können und so ein bisschen kostenniedrigschwellig arbeiten können. Warum das Ganze mit Audacity machen? Naja, erstmal ist es Open Source. Es ist plattformunabhängig. Das heißt, das Ganze gibt es auf jeden Fall auch für Windows, für Macs und für Linux. Und es bietet eine unglaubliche Fülle an Funktionen. Wir werden uns nachher ein paar davon angucken. Ich betone ein paar, weil erstmal kenne ich auch nicht alle davon und zweitens gibt es viel zu viele davon, um sie in 20 Minuten oder in 15 abzuhandeln. Das heißt, wir wollen wirklich uns auf wenige beschränken, die aber schon eine Menge bringen. Die spannende Frage ist natürlich so, okay, Audacity, gibt es irgendwelche Alternativen dafür? Ja, bestimmt. Aufnahmen gehen mit allen möglichen Geräten. Die Nachbearbeitung ist immer das Problem dabei. Es gibt bestimmt auch eine Menge an kostenpflichtigen Alternativen. Die habe ich mir gar nicht erst angeguckt, weil ich kein Geld ausgeben möchte dafür. Ich möchte eben genau sagen, ich möchte niedrigschwellig mit wenig Kosten damit arbeiten. Und das war eigentlich quasi schon ein Mini-Input. Wir gucken uns das Ganze natürlich einfach mal an, weil es geht ja heute auch vor allem darum, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Genau. Also, Audacity würde quasi so anfangen. Wir haben jetzt erstmal auch ein Projekt angelegt, das nennen wir Test. Das könnt ihr entsprechend nennen, wie ihr wollt. Das Ganze wird immer als Projekt angelegt. Das heißt, ihr könnt das Projekt speichern. Das heißt, solange das Ganze noch nicht exportiert ist, könnt ihr hier auch dann die ganzen Kanäle verschieben, verändern und so weiter und so fort. Gucken wir uns nur an. Als erstes fällt uns auf, wir haben hier Möglichkeiten, verschiedene Mikrofone auszuwählen. Ich habe jetzt auch mehrere angeschlossen. Das heißt zum Beispiel, das Tischmikrofon ist das der Kamera, das Mikrofon, was ich gerade aufhabe und halt noch ein zweites Headset, was ich hier rumliegen habe. Ich bleibe jetzt mal an dem Mikrofon, das ich gerade nutze. Ihr könnt das Ganze als Mono oder als Stereo aufnehmen. Ich würde einfach mal Stereo einfach lassen. Und ihr könnt auch gucken, auf welche Lautsprecher das Ganze geht. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt ein Headset auf, es wäre halt ganz praktisch, wenn ich auch im Headset höre, was ich sage, dann kann ich das darüber ablaufen lassen. Wenn ihr sagt, okay, eigentlich möchte ich das mir gerne auf den guten Boxen anhören, könnt ihr auch dann sozusagen die externe Variante auswählen. Also sprich in dem Fall der Lautsprecher Realtek. Wir bleiben mal bei einem Sennheiser. So, prinzipiell war es das quasi jetzt schon in den grundlegenden Einstellungen. Wir können es jetzt mal angucken. Wie geht eine Aufnahme? Quasi als Grundsetup sieht das Ganze quasi so aus. Wir haben eine relativ leise Lautstärke. Wenn ich jetzt das aufnehme, dann sehe ich schon, dass die Ausschläge hier ziemlich mittig liegen. Das heißt, wir haben keine allzu hohe Lautstärke dabei. Das ist nicht ganz perfekt. Wir könnten das jetzt nachbearbeiten. Das heißt, wir könnten jetzt Bereiche markieren und sie lauter stellen. Aber warum, wenn es auch anders geht? Wir löschen die Aufnahme nochmal. Dafür markiere ich alles und lösche, entferne. Wir stellen das Ding gleich mal lauter. Also, aber das ist hier selber jetzt schon gemerkt, ich bin zu leise gewesen, hat selber hochgestellt. Ich gehe mal ganz hoch. Und wenn wir jetzt eine Aufnahme machen, sehen wir schon ziemlich deutlich, dass die Ausschläge hierbei wesentlich höher sind. Was wir auch sehen, ist hinten dran diesen Fizzle-Bereich. Also erstmal könnte ich diesen ganzen Bereich jetzt wegschneiden, weil da habe ich nicht gesprochen. Es ist aber gar nicht so verkehrt, einen Bereich aufzunehmen, an dem ihr nicht sprecht, weil das ja quasi die ganzen Hintergrundgeräusche mit aufnimmt, die bei euch rumlaufen. Der laufende Rechner, irgendwelche Störgeräusche durch eine Heizung oder sonst was. Das ist alles damit dabei. Und da könnt ihr genau, jetzt kommt das Erste, bereits einen Effekt nutzen, nämlich die Rauschverminderung. Dafür müsst ihr einen Bereich vorher markieren. Und dann könnt ihr das Rauschprofil in diesem Bereich ermitteln. Das heißt, Audacity guckt sich jetzt diesen Bereich an und guckt sich an, was da an Störgeräuschen dabei sein könnte. Das haben wir jetzt quasi gemacht. Danach markiere ich erstmal alles. Also mit Steuerung A markiere ich alles. Und kann jetzt mit dem Effekt Rauschverminderung und quasi, könnte es jetzt anhören. Ich vertraue ja Audacity jetzt mal komplett und gehe gleich auf OK. Und zack, wir sehen schon, einige von diesen Störgeräuschen sind jetzt schon weg. Und die sind jetzt natürlich in allen Bereichen des Tonstücks weggenommen worden. So, das war quasi jetzt also die Rauschunterdrückung als erstes einfaches Tool. Wir haben jetzt schon mal eine wesentlich bessere Audioqualität insgesamt. Hören wir uns das Ganze mal an.
Wenn wir jetzt eine Aufnahme machen, sehen wir schon ziemlich deutlich, dass die Ausschläge hierbei wesentlich höher sind. Genau, und hinten hören wir auch schon sehr gut die Mausklicks von mir. Auch so eine Feststellung bei mir, ich habe leider eine Maus, die etwas laut ist und mein Headset ist natürlich relativ nah an der Maus. Das könnte man nicht verbessern, indem man einfach so sagt, okay, wir geben dann einen ganzen Abstand dazwischen, wir stellen das Mikrofon woanders hin mit einem langen Kabel oder sonst was. Aber ganz ehrlich, das Setting haben wir meistens nicht. Wir sitzen vor dem Rechner und nehmen was auf. Das heißt aber zum Beispiel, diesen Bereich könnte ich jetzt stumm schalten. Das heißt, in dem Fall könnte ich beispielsweise mit Steuerung Alt X diesen Bereich raustrennen. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, der wird zwar rausgenommen, aber die Tonlänge ist noch da. Oder ich könnte auch hier sagen, Moment, ich muss gucken, wo das ist. Ich könnte das Ding einfach stumm schalten. Machen wir dann mal. Genau, wir können sozusagen die ganzen Bereiche jetzt quasi einregeln, die Lautstärke verändern. Das können wir auch mal machen in dem Bereich hier. Verstärken. Da können wir das Ganze einfach nur auf beispielsweise 10 Dezibel hochregeln. Das heißt, die konnte ich hinterher angucken. Ja, okay, 10 mag er nicht. Nochmal. Ah, okay, er geht nicht über die Maximalwerte hoch. Okay, das ist natürlich sehr sinnvoll, dass er uns davor schützt, zu hohe Werte zu nehmen. Zack. Und jetzt sehen wir auch schon, dass die ganze Tonhöhen jetzt angepasst wurden. Das heißt, dieser Bereich ist einfach nur lauter gemacht worden. Das bietet sich vor allem an, wenn ihr Tonaufnahmen aus verschiedenen Quellen habt. Also beispielsweise, ich habe mal ein Hörspiel aufgenommen. Da haben dann Leute eingeschickt vom Smartphone. Andere Leute haben es dann quasi auf dem Rechner aufgenommen. Und die haben ganz verschiedene Lautstärken dabei gehabt. Und wenn die Dinger dann hintereinander liegen, dann merkt man das eben sehr deutlich. Und dann können wir sozusagen Bereiche davon markieren und die ganzen verstärken. Das ist dann sehr, sehr praktisch dabei. Eine nächste spannende Sache wäre natürlich sowas wie, was mache ich denn, wenn ich dahinter Musik legen möchte? Auch da habe ich was vorbereitet. Und zwar habe ich mir ein Musikstück gesucht. Und das kann ich jetzt aber reinlegen. So, jetzt sehen wir natürlich, da hinten ist meine Aufnahme. Das ist das Musikstück. Das ist schon mal etwas länger. Das heißt aber auch hier könnte ich aber sagen, okay, diesen Bereich ab hier bis zum Ende könnte ich markieren, einfach dann rausnehmen. So, nämlich quasi ein Stück davon der Musik. Das kann ich, wie gesagt, dann auch da auswählen, verschieben, zusammenlegen, etc. Wo habe ich diese Musik her? Weil auch hier möchte ich gerne mit Open Source Sachen arbeiten, mit Sachen, die kostenfrei sind. Ich habe mir dazu einfach eine Datenbank gesucht für freie Musik. Das Free Music Archive. Hier kann ich auch filtern nach Public Domain Musik. Das heißt, da muss ich nicht mal angeben, woher sie kommt. In dem Fall habe ich Instrumental-Stücke gesucht. Hinweis: Musik zu suchen ist nicht so einfach, weil ich suche den Song, der Ritter der Ding macht. Ist ein bisschen schwierig zu suchen. Ich habe in dem Fall wirklich ein Instrumental genommen, weil das sozusagen am besten funktioniert und hier habe ich die Möglichkeit, mir die ganzen Stücke anzuhören. Prinzipiell gibt es viele verschiedene Datenbanken. Bei Creative Commons findet ihr zum Beispiel auch eine ganze Liste an Datenbanken für freie Musik. Prinzipiell könnt ihr also da wirklich gucken und raussuchen, hört euch die Dinger an, ihr könnt davon Stücke verwenden und die entsprechend einbinden. Das Wichtige ist also hier wirklich, versucht auch da ein bisschen kostenfrei zu arbeiten. Im Zweifelsfall, es gibt aktuell ein Projekt, was quasi computergenerierte Musikfolgen erzeugt hat. Die könnte man auch zum Beispiel nehmen. Prinzipiell alles, was so frei erhältlich ist, könnt ihr ohne Bedenken einbinden. So, gehen wir wieder zurück zu der SAT. Genau. Sagen wir mal, wir hätten das Ding jetzt quasi fertig. Wir hören es mal kurz rein. Wenn wir jetzt eine Aufnahme machen, sehen wir schon ziemlich deutlich, dass die Ausschläge hierbei wesentlich höher sind. Genau, also wir haben jetzt dann ein bisschen Musik hinterlegt. Wie gesagt, wir können es jetzt noch bearbeiten, verschieben, die Stücke entsprechend zerschneiden. Wir können auch Bereiche davon markieren und sie verschieben. Also wir können sagen, okay, den ist das Stück hier, würde ich jetzt gerne weiter hinten liegen. Das ging ja auch. Das heißt, wir können sozusagen auch da gucken, dass die Musik erst anfängt und dann fange ich an zu sprechen. Wie gesagt, das ist alles eine Frage, wie viel Arbeit ihr da reinstecken wollt beim Zerschneiden. Wenn ich das Ganze jetzt entsprechend als Musikstück exportieren möchte, dann kann ich hier auf Exportieren gehen, als MP3 oder als WAV exportieren. MP3 wäre hier der Vorteil, dass ich eben wesentlich weniger Datenspeicher brauche dafür.
Als WAV ist dann meistens ein bisschen quasi anwendungsfreundlicher, aber prinzipiell würde ich jetzt als MP3 exportieren und das Ganze zum Beispiel bei mir in eine Cloud schmeißen. Ich könnte mit einem WeTransfer arbeiten. Auch da ist es eine Cloud, mit der ich dann quasi kostenfrei Sachen hochladen kann, sie bereitstellen kann und dann nach ein paar Tagen verschwindet diese Download wieder. Das heißt, da könntet ihr eben hier Links generieren auf die Datei, die irgendwann wieder weg sind. Prinzipiell habe ich dann also jetzt eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, hier Audiostücke aufzunehmen, sie zu kombinieren, zerschneiden. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal geguckt, dass wir die Rauschunterdrückung mit rausnehmen. Das ist das Einfachste, was wir machen können. Was ihr auch noch machen könnt, ist, würde ich sagen, das ganze Tonstück anhören, Bereiche davon ausschneiden. Ihr könnt Amps rausschneiden, ihr könnt entsprechende Unterbrecher rausschneiden, Stolperer beim Reden rausschneiden, das Klingeln im Hintergrund etc. Das heißt, ihr könnt euch da eine Menge mit beschäftigen. Aber im Prinzip, was wir sozusagen immer überlegen müssen, wir haben sozusagen viele Einstellmöglichkeiten. Die einfachsten Einstellungen sind wirklich das Mikrofon auszuwählen. Wir können eine leichte Aufnahme machen, wir können viele Sachen bearbeiten, aber die einfachsten Sachen sind erstmal so Rauschunterdrückung. Das ist wirklich das Wichtigste erstmal. Ganz wichtig ist immer, das habe ich mir letztes Mal schon gesagt, der Ton ist immer wichtiger als das Bild. Aber eure Zeit ist endlich. Also versucht nicht auf Teufel komm raus, jedes kleine Störgeräusch rauszufiltern. Vielleicht ist es manchmal einfacher, wenn ihr merkt, dass die Aufnahme nicht so perfekt ist, wie ihr dachtet, es neu aufzunehmen oder einfach zu sagen, okay, was soll's, raus damit. Das heißt, bitte verschwendet nicht ewig Zeit an die Bearbeitung der ganzen Geschichten. Das dauert aber eine ganze Weile. Und wie gesagt, warum Audacity? Ihr habt bestimmt andere Möglichkeiten. Ich habe auch ein Stück mit dem Smartphone aufgenommen. Das habe ich dann quasi hier. Das ist eine Beispieldatei für eine Audioaufnahme mit einem Smartphone. Die gucken wir uns dann auch noch an und schauen wir uns mal an, wie die Lautstärke dazu ist und die Audioqualität. So, die ist jetzt von meinem Smartphone aufgenommen. Die ist in dem AAC-Format abgespeichert worden. Das heißt, wir haben hier schon das Problem, das könnte Audacity gar nicht bearbeiten. Ihr werdet wahrscheinlich sehr oft den Fall haben, dass ihr wahrscheinlich mit einem Smartphone oder sowas aufnehmt, was ihr einfach in der Hand habt. Hier habe ich mir dann auch überlegt, wie wandle ich das Ganze um. Jetzt will er nicht, da ist er. Und da habe ich mir dann angeguckt, wie ich das mit Open Source Tools umsetzen kann. Zack, da ist er. Das ist der FreeAC, das ist der Free Audio Converter. Auch der ist Open Source. Damit könnt ihr auch dann zum Beispiel Dateien von eurem Android-Smartphone oder vom Apple-Smartphone entsprechend umwandeln, in eine WAV-Datei umwandeln und die dann auch für Audacity verwenden. Das heißt, die Idee ist hier, nehmt auf, womit ihr könnt. Aber danach wäre sozusagen meine Empfehlung, die ganze Dateienüberarbeitung mit Audacity vorzunehmen, weil ihr damit eben die Möglichkeit habt, mit einem freien, offenen Tool zu arbeiten. Ja. Vielen lieben Dank. Und damit bin ich schon am Ende.